Mein Name ist Ami Havelka. Ich führe das Kaffeehaus mit meinem Vater und mit meinem Bruder schon seit einiger Zeit. Und für uns ist es eine Tradition. Das Kaffeehaus ist damals von den Großeltern auf Hauptmiete übernommen worden. Die haben dann Kaffee Leopold Havelka eine Tafel draufgegeben und haben dann begonnen. Der Großvater war ursprünglich aus Misselbach und ist dann nach Wien gekommen, um eine bessere Arbeit zu finden. Ja. Meine Großmutter ist eigentlich aus Oberösterreich und ist dann auch nach Wien gekommen, als sie 16 war. Und die haben sich dann getroffen und haben gemeinsam gearbeitet und haben sich eigentlich sofort verliebt, kann man eigentlich sagen. Und haben dann gemeinsam, also die Großmutter war eigentlich die Geschäftsfrau, ja. Die hat immer geschaut, wir müssen unser Geschäft suchen, ein Kaffeehaus, und haben dann auch eins gefunden. Das war, da haben sie ein Kaffeehaus gepachtet gehabt. Nach 3 Jahren war die Pacht, haben sie dann die Pacht erhöht und sie haben dann dieses Kaffeehaus entdeckt und gekauft. Allerdings war das nur ein halbes Jahr und mein Großvater ist dann weg gewesen, also im Krieg. Und meine Mutter, also Großmutter, war dann schwanger und ist dann aufs Land dann gekommen. Aber 1945 konnten wir eigentlich froh sein, dass eigentlich das Haus noch da war. Und die haben dann beide nach dem Krieg dann begonnen, das Kaffeehaus weiterzuführen. Im Wiener Kaffeehaus ist ja nicht der Kaffee im Vordergrund, sondern der Kellner, die Atmosphäre, das inspirieren lassen eigentlich. Ja. Die Ruhe, die Zeit eigentlich. Ich glaube, dass ein Kaffeehaus wirklich zeitlos ist, gerade in Wien. Egal, ob sich jetzt die Welt ändert oder neue Ideen, neue Kaffeehausketten, egal jetzt auch in Speisen und Getränken, sollte ein Kaffeehaus immer denselben Stil behalten. Ja. Weil das ist dann auch eine Erinnerung an damals, wie man den Kaffee getrunken oder warum man eigentlich ins Kaffeehaus geht. Ja. Na, jedes Wiener Kaffeehaus ist auch ein bisschen verschieden. Ja. Jedes Kaffeehaus hat eine Eigenheit, das mit dem Kellner zusammenhängt, mit der Größe, welche Art von Kaffeehaus es ist. Ja. Und wir sind halt eben ein kleines Künstlerkaffeehaus, ja, das halt über Jahre bestanden hat. Ja. Im Gegensatz zu den großen Kaffeehäusern, die Ringstraßen, Kaffeehäuser, wo also früher Billard gespielt wurde und ein bisschen eine andere Art. Ja. Also das Lied von Georg Danzer war natürlich ein Riesenerfolg damals und wir haben natürlich profitiert. Ja. Aber der Georg Danzer war ja auch hier und war ein Gast von uns. Und natürlich, das ist in Österreich natürlich sofort bekannt geworden und ist auch ein nettes Lied, was man heute noch hört. Also Touristen gab es ja immer eigentlich, ja. Nur in den letzten 5 oder 6 Jahren ist es immer stärker geworden, ist mir vorgekommen. Ja. Und das ist natürlich sofort abgebrochen durch die Reisebestimmungen und ist natürlich jetzt, das fehlt uns natürlich schon ein bisschen. Ja. Man muss es so sehen, dass die Touristen eigentlich in ein Wiener Kaffeehaus in Wiener so ein bisschen verdrängt haben, ja, natürlich. Ja. Man muss da sehr aufpassen, dass dieser Teil nicht überwiegt. Ja. Und natürlich sind viele auch weggeblieben, nicht nur wegen Touristen, sondern auch, dass man nicht mehr rauchen darf. Es ist natürlich, sind andere Umstände natürlich auch. Ja. Also ich bin mir sicher, in 50 Jahren gibt es noch Kaffeehäuser. Das ist das Einzige, was ein Kaffeehaus hat, ja. Geschichte und Zeitloses.